Dann würde ich dir, lieber Jürgen, die Bühne überlassen. Es geht los, bitteschön. Vielen Dank. Jetzt schaue ich mal, ob das mit dem Bildschirmteilen so funktioniert. Es Sieht tut. man jetzt? Hat gut funktioniert. Hat prima funktioniert. Gut. Dann möchte ich auch gleich starten. Herzlich willkommen. Wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Mir hat mal ein Arzt gesagt, wenn ich eine gute und eine schlechte Nachricht überbringen soll, dann soll ich zuerst die gute Nachricht überbringen. Warum? Weil dann im Körper schon die ganzen Botenstoffe, Dopamin, Endorphin, die ganzen Glückshormone schon ausgeschüttet sind und die befinden sich dann im Körper. Und wenn dann was Schlechtes kommt, was Negatives kommt, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm, weil die Botenstoffe eben schon drin sind. Und daran möchte ich mich natürlich gerne halten. Also ich möchte Ihnen jetzt erstmal die gute Nachricht sagen. Die gute Nachricht ist, der jetzige Vortrag, die nächsten 30 Minuten können Ihr Leben verändern. Die können Sie zu einem besseren CIO machen. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht oder sogar viele schlechte Nachrichten. Erstens, Sie müssen aufpassen. Zweitens, Sie sollten sich ein paar Notizen machen. Das ist viel. Drittens, Sie müssen nicht nur umdenken unter Umständen in dem einen oder anderen Bereich, sondern auch umhandeln. Aber es gibt noch was Positives hinten drauf. Ganz am Ende meines Vortrags gibt es noch etwas zu gewinnen. Insofern lohnt sich das Aufpassen auch. Beginnen wir. Meine Frage an sich selbst: Schauen Sie mal in den Spiegel und würden Sie sagen, Sie sind aktuell mit sich als CIO zufrieden? Würden Sie sagen, Sie machen einen guten Job? Sie sind als Mensch gut unterwegs? Okay. Wie sieht es denn aus in 10 Jahren? Würden Sie die Frage, wenn Sie genauso wie Sie heute sind, in 10 Jahren wären, würden Sie dann auch noch mit Ja beantworten? Ich vermute, der eine oder andere wird sagen, in 10 Jahren will ich eigentlich ein Stückchen weiter sein. Da möchte ich eigentlich vielleicht ein Stückchen noch besser sein, noch erfahrener sein, noch kompetenter sein. Und genau darum geht es in meinem Vortrag. Es geht um Entwicklung, um Ihre eigene Entwicklung. In ihrem Leben, aber auch in ihrer Funktion als CIO. Ich möchte mich da entlang der 8 Pfade des Buddhas hangeln. In Anbetracht der kurzen Zeit werde ich über die 4 Wahrheiten etwas schneller hinweggehen. Ich werde nicht nur kurz sagen, welche das sind. Das sind zum einen die erste Wahrheit des Buddha: Im Leben gibt es Leid. Und ich glaube, jeder von uns kennt es. Wir haben alle schon mal gelitten in den unterschiedlichen Situationen. Zweite Wahrheit: Das Verlangen nach mehr führt zu Leid. Noch das kennen wir, wenn wir überlegen, wie wir als Studenten vielleicht unterwegs waren, wie genügsam wir waren und dann wollten wir da noch ein bisschen mehr und dort noch ein bisschen mehr und da vielleicht noch eine Ausbildung obendrauf und dann noch da ein Urlaub und das Auto ein bisschen größer und schon kommt die Spirale im Prinzip ins Laufen. Aber die dritte Wahrheit des Buddhas ist, wir können dem Leid selbst entkommen. Es liegt in unserer eigenen Macht. Und jetzt kommt die große Frage, wie? Ganz einfach, indem wir die 8 Pfade gehen. Und auf die 8 Pfade möchte ich jetzt im Folgenden näher eingehen. Das ist rechtes Sehen, rechtes Denken, rechtes Sprechen, rechtes Handeln, rechtes Leben, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Meditation oder rechte Konzentration. Ich habe gesagt, es geht um Entwicklung. Und Google, ich weiß nicht, wer von Ihnen das Oxygen-Projekt kennt, Google hat mal eine Metastudie durchgeführt und hat alle Mitarbeiterumfragen in einen Pott geworfen und gesagt, was ist denn den Mitarbeitern wirklich, wirklich, wirklich wichtig? Um was geht es denn eigentlich? Was erwarten die von uns als Führungskraft? Und, das möchte ich Ihnen, na, das war der falsche Knopf, das möchte ich Ihnen kurz mitteilen. Punkt 8 war, habe die wichtigsten technischen Fähigkeiten, um deinem Team helfen und es beraten zu können. Fachliche Kompetenz. Habe eine klare Vision und ein klares Ziel für eine klare Strategie für dein Ziel. Microsoft-Gründer Bill Gates hat mal gesagt, one day there will be a PC on every desk and in every home with Software from Microsoft. Klare Strategie. Hat er auch ziemlich gut erreicht. Helfe deinen Mitarbeitern bei der Karriereentwicklung. Sei ein guter Kommunikator und höre deinem Team zu. Sei kein Weichei, don't be sissy. Sei produktiv und ergebnisorientiert. Zeige Interesse an den Teammitgliedern, deren Erfolg und deren persönlichen Wohlbefinden. Stärke dein Team und verliere dich nicht selbst in Details, finde ich sehr schön, do not micromanage. Machen leider immer noch sehr viele und ich leider auch immer mal wieder. Und ich bin zumindest noch nicht erleuchtet. Und der dritte, beziehungsweise der letzte, der wichtigste Punkt, der an erster Stelle steht, heißt, sei ein guter Coach.
Be a good coach. Und wenn wir uns die 8 Punkte hier anschauen, geht es sehr, sehr viel ums Menschliche. Und das haben wir heute den ganzen Tag schon gehört, dass Menschen bei Veränderungen mit involviert werden sollen, partizipativ, dass man die Dinge angeht. Und das ist auch das, was Google im Prinzip rausgegeben hat. Nehmen Sie sich also Zeit, mit Ihren Mitarbeitenden 1-zu-1-Meetings mal zum Mittagessen gehen, vorbeigehen, mit den Menschen sprechen und schauen, was ist an der Basis. Die 8 Pfade des Buddhas, ich habe sie gerade schon skizziert, drehen sich im Wesentlichen um das Thema Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit hat wiederum 3 Säulen. People, Planet, Profit. Es geht um die Menschen, es geht um sie, es geht um ihre Mitarbeitenden, aber auch um die gesellschaftliche Verantwortung, was wir mit unseren Produkten und Services bewegen in der Welt, was wir mit unserem Konsum bewegen. Es geht, und das ist das Stichwort Planet, um die Umwelt, um die Natur, um die Fauna und um die Flora. Was machen wir mit unserem Konsum? Und Profit, wie agieren wir wirtschaftlich, kurzfristig oder mittelfristig oder gar langfristig? Agieren wir grundsätzlich enkeltauglich? Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, der sich auch in dem Vortrag jetzt immer wieder durchzieht. Steigen wir ein ins rechte Sehen. Der erste Pfad, rechte Sehen. Wenn Buddha CIO wäre, würde er seinem persönlichen Blickwinkel nicht zu viel Gewicht geben, sondern die Ist-Situation sachlich und offen neutral analysieren. Jetzt zeige ich Ihnen einen Zeitungsartikel, zugegebenermaßen aus 2001, aber 2001, okay, da war E-Commerce schon ein bisschen im Kommen, auch das Internet war schon mächtig unterwegs. Da hat Karstadt Quelle gesagt, wir setzen wenig Hoffnung ins Web, haben vielleicht den Trend und den Ist-Zustand ein bisschen ignoriert. Ist ja noch okay 2001, aber 2012 hat Neckermann jeden zweiten Job gestrichen, weil das Kataloggeschäft plötzlich nicht mehr rentabel ist. 2012, das war vor 8 Jahren. Da frage ich mich natürlich, was ist das für ein Management? Werden da die Trends und die Richtungen ignoriert? Wahrscheinlich schon. Es gibt ja den schönen Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und jetzt mal Hand aufs Herz beim rechten Sehen. Corona hat uns ziemlich kalt erwischt und einige vielleicht ein bisschen kälter. Ich kenne CIOs und ich kenne Unternehmen, die nach wie vor sagen, Homeoffice kommt für mich nicht in Frage. Klammer auf, vor Corona. Dann kam Corona und siehe da, auf einmal ging's. Auf einmal wurden ganz schnell alle Möglichkeiten geschaffen, um Homeoffice oder Mobile Office zu ermöglichen. Die Frage ist, wer hier der Vorreiter ist. Der hinterher rennt und dann schnell agieren muss oder die Unternehmen, die schon vor 5 Jahren, vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren Homeoffice angeboten haben. Und die gibt es und die gab es auch damals schon. Insofern ist es wichtig, grundsätzlich beim rechten Sehen die Trends nicht zu ignorieren und zu sagen, nee, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir auch weiter so. Und hier geht es unter anderem eben auch um den Markt der Bewerber. Und die Bewerber, ihre künftigen Mitarbeiter, die suchen sich aus. Die Guten suchen sich aus, wo sie hingehen. Paul Sartre hat gesagt, wenn ihr eure Augen nicht zum Sehen gebraucht, werdet ihr sie brauchen, um zu weinen. Irgendeine Sekunde, es gab eine kurze Handmeldung. In Corona, zu Corona-Zeiten, als auch vorher erlebt. Rechtes Sehen, was fällt Ihnen dabei auf? Ich schaue jetzt gar nicht in den Chat, weil ich vermute, den meisten ist aufgefallen, dass 5+1 nicht 7 ist. Die Frage ist ganz ehrlich, wie vielen ist aufgefallen, dass ich 4 von den 5 Rechnungen richtig gemacht habe? Vielleicht gar nicht so vielen, weil es ja selbstverständlich ist. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass vieles richtig und gut läuft. Und insofern ist es richtig, vielleicht nicht immer nur auf die Fehler hinzuweisen, sondern auch mal auf das Positive hinzuweisen. Vielleicht mal zu loben. Ich bin kein großer Fan vom Lob, weil es kommt immer, es ist bewertend, ne, wenn man sich mit der gewaltfreien Kommunikation befasst. Ich lobe, ein Dank ist auf Augenhöhe. Wenn Sie sich öfter mal bei Ihren Mitarbeitenden bedanken oder auch bei Ihrem Partner, auch bei Ihrer Familie, es wirkt oft Wunder. Zum Thema, wir sind nach wie vor beim rechten Sehen und Fehlerkultur. Bridgewater ist ein Unternehmen mit 1700 Beschäftigten in den Vereinigten Staaten. Und da war der Chef mit einem Vertriebsmitarbeiter bei einem Kunden. Und nach dem Termin hat der Mitarbeiter seinem Chef folgende Mail geschrieben. Lieber Chef, was Sie da heute produziert haben, das war totaler Mist. In der Schule wäre das eine glatte 5 gewesen. Sowas darf bitte nicht noch einmal vorkommen. Schreibt ein Mitarbeiter seinem Chef. Und was glauben Sie, was der Chef gemacht hat?
Nein, der hat ihn nicht gefeuert. Der hat diese Mail 1:1 an alle 1.700 Mitarbeiter weitergeleitet und gesagt, liebe Leute, so wünsche ich mir unsere Fehlerkultur. Ich möchte, dass wir Fehler offen kommunizieren, offen ansprechen und dementsprechend uns verhalten und auch entwickeln können. Ich glaube, die meisten oder viele hätten vielleicht nicht den Mut, eine solche Entscheidung zu treffen. Wir haben eine Analyse in einem Unternehmen durchgeführt, da hatten 64% der Mitarbeitenden Bedenken und Angst, einen Fehler zu machen und entdeckt zu werden. Das ist eine krasse Fehlerkultur, die sicherlich nicht förderlich ist. Und wenn man sich das so anschaut, heißt rechtes Sehen, sich auch mal in die Situation des anderen zu versetzen. Und da ist vielleicht ein Perspektivenwechsel ganz sinnvoll. Stellen Sie sich mal auf die Seite von dem einen oder von dem anderen. Wer hat jetzt recht? Versetzen Sie sich mal in die Situation Ihrer Mitarbeitenden, Ihrer Kunden, Ihrer Lieferanten. Vielleicht würden Sie aus deren Sicht genauso agieren. Rechtes Sehen, eine Frage der Perspektive. Der zweite Pfad des Buddha, rechtes Denken. Wenn Buddha CIO wäre, würde er sein Denken, seine Ziele und seine Werte regelmäßig und kritisch reflektieren und bei Bedarf nachjustieren. Rechtes Denken, ja, im Cricket gibt es seit 1884 Rutenschützer. Und einen Helm erst 100 Jahre später. Das Denken ist wichtig. Und unser Kopf, unsere Gedanken sind wichtig. Nicht nur für uns selber, auch für unsere Innovationskraft. Ich gebe 10 Sekunden. Zeichnen Sie mal ein Quadrat mit 3 Strichen. Ein Quadrat mit 3 Strichen. Nein, und damit meine ich nicht 3 Striche an die eine Seite vom Bildschirm oder auch an die eine Seite vom Blatt Papier. Ich zeige Ihnen mal eine Variante. Ein Quadrat mit 3 Strichen. 1, 2, 3. Hat sogar 4 Striche, aber es ist ein Quadrat mit 3 Strichen. Richtig? Es hat 3 Striche, es hat sogar 4 Striche. Ne? Okay, andere Variante. Ein Quadrat mit 3 Strichen. Bisschen out of the box denken oder einfach das machen, was ich gerade gesagt habe, ein Quadrat mit 3 Strichen malen. Nächste Variante. 1, 2, 3. Wir haben viele Informatiker heute hier. 4 ist doch das Quadrat von 2, oder? Ein Quadrat mit 3 Strichen. Insofern soll das eine kleine Inspiration sein, mal neue Wege zu denken, neue Wege zu gehen. Und das in jeglicher Hinsicht. Und es gibt ein schönes Bild, das musste ich einfach nehmen, wo Kinder sagt, eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy. Ja, das stimmt. So können wir auch durch die Welt gehen und durchs Leben gehen. Aber an allen anderen Tagen eben nicht. Und die Frage ist, auf was ich mich konzentriere, auf das Negative oder auf das Positive. Und ich für mich versuche, es gelingt mir auch nicht immer, mich auf das Positive zu konzentrieren. Schauen Sie mal, in welche Richtung die U-Bahn fährt. Nach links? Oder nach rechts? Oder steuere ich jetzt Ihre Gedanken, indem ich sage, links, 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 rein, 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 raus, 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 rechts, rechts, rechts. Das können Sie selber machen. Nur durch Kraft Ihrer Gedanken fährt die U-Bahn dahin, wo Sie sie haben wollen. Versuchen Sie es mal. Rein, raus, links, rechts. Faszinierend. Das ist die Macht der Gedanken. Der dritte Pfad des Buddha, rechtes Sprechen. Wenn Buddha CIO wäre, würde er auf seine Kommunikation achten und diese konsequent mit edlen Zielen und rechtschaffenden Werten in Einklang bringen. Dazu eine kleine Geschichte. Sokrates saß auf einem Stein und dachte nach. Da kam ein Schüler angerannt und sagt, Mensch, Sokrates, ich muss dir unbedingt sagen, Meister, Meister in der Stadt, da ist etwas passiert und ich muss dir jetzt sagen. Das sagt Sokrates, stopp. Ist das, was du mir sagen willst, tatsächlich wahr? Hast du es mit eigenen Augen gesehen und weißt du, dass es wahr ist? Da sagt der Schüler, nein, das habe ich nicht mit eigenen Augen gesehen, aber ich muss dir unbedingt sagen, sagt Sokrates wieder, stopp. Du weißt nicht, ob es wahr ist. Ist es denn was Schönes? Hat es eine hohe Güte? Erfreut es mich? Nein, sagt der Schüler, nein, das gar nicht. Aber ich muss dir sagen, dass in der Stadt, dann sagt Sokrates wieder, stopp. Du weißt nicht, ob es wirklich wahr ist. Es hat keine hohe Güte. Ist es denn unbedingt erforderlich? Muss ich es wissen? Ist es notwendig, dass ich das weiß? Dann sagt der Schüler wieder, nein, das ist es nicht. Aber ich möchte dir auch sagen, dass dann sagt Sokrates, stopp.
Du weißt nicht, ob es wahr ist, es hat keine hohe Güte und es ist nicht notwendig, dass ich es weiß. Bitte lass mich in Frieden, geh deines Wegs zurück in die Stadt, aber lass mich mit dieser Information in Ruhe. Und das ist natürlich ein entscheidender Punkt, was das Thema Kommunikation und rechtes Sprechen anbelangt und auch rechtes Schweigen zum rechten Zeitpunkt. Kommunikation und rechtes Sprechen ist aber auch rechtes Zuhören. Und vielleicht kennen Sie das, ne? Das ist das, was der Kunde erklärte, das, was der Berater definierte, das, was der Projektleiter verstand, was der Programmierer programmierte, was installiert wurde, wie es gewartet wurde, wie es dokumentiert wurde. Und das ist das, was der Kunde wirklich gebraucht hätte. Gab es natürlich auch noch eine Rechnung. Hören Sie gut zu. Hören Sie Ihren Mitarbeitenden zu, Ihren Kunden und Ihren Lieferanten. Und Sie sind sehr gut auf dem Weg des Buddhas unterwegs. Vierter Pfad, rechtes Handeln. Wenn Buddha CIO wäre, würde er sein Handeln, die Ausrichtung des gesamten Unternehmens an edlen Zielen und rechtschaffenen Werten ausrichten. Und rechtes Handeln hat im Prinzip oder basiert auf fünf Tugenden des Buddha. Nicht töten, nicht stehlen, kein sexuelles Fehlverhalten, nicht lügen und kein Konsum berauschender Mittel. Jetzt hatten wir vorhin das Thema Bier auf dem Rooftop. Okay, ich bin noch nicht erleuchtet, ich darf noch hier und da mal ein Bier trinken. Der Robert macht es nicht mehr, gut ab davor, aber mir schmeckt es halt doch noch hier und da mal. Aber die Frage ist immer wieder, in welchen Dimensionen und wie ausgewogen ist das Ganze. Rechtes Handeln. Rechtes Handeln basiert, wie ich es eingangs schon gesagt habe, auf dem Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit mit Blick fürs Ganze, People, Planet, Profit. Und wir haben verschiedene Einflussmöglichkeiten. Das sind nämlich wir als Menschen, ihre Mitarbeitenden und unsere Gesellschaft, die Maschinen und die Methoden. Und darauf möchte ich jetzt noch ein paar Punkte zum Besten geben. So, Richard Branson, kennen Sie wahrscheinlich, Milliardär, der ins Weltall fliegt und mit dem Heißluftballon um die Welt und so weiter. Er hat mal gesagt, zuerst die Mitarbeiter, dann die Kunden und schließlich die Inhaber. Employees first, Customer second and Shareholder third. Investieren Sie in Ihre Mitarbeiter und schauen, dass Ihre Mitarbeiter gesund sind, rundum gesund sind, Körper, Geist und Seele, physisch gesund, psychisch gesund, aber auch innovativ sind. Und Götz Werner, mit dem habe ich mich mal unterhalten, der hat gesagt, wir müssen uns einfach alle als Kunden verstehen. Wir sind alle Kunden. Und jetzt ist die wesentliche Frage, kennen Sie Ihre Kunden? Interessieren Sie sich für Ihre Kunden? Wissen Sie, was Sie Ihren Kunden liefern? Welche Service Sie anbieten? Zu welchen SLAs? In welcher Qualität? Wie sehr Sie die SLAs einhalten? Verstehen Sie sich als Kundenbediener? Mal drüber nachdenken. Und wenn man, und das hatten wir heute auch schon mehrmals gehört, wenn man Changes oder Prozesse an den Menschen vorbei macht, dann sieht es in der Realität so aus. Man hat sich so seine Gedanken gemacht, wie man vielleicht eine Kreuzung entschärfen könnte, aber die Realität lehrt uns dann eines Besseren. Und rechtes Handeln heißt auch keine Überorganisation. In vielen Unternehmen und Organisationen sieht es so aus. Da gibt es einen Human Resources Manager, einen Marketing Manager, einen Logistik Manager, Communication Manager, Security Manager, IT Manager, Internal Supervisor, Project Manager, PR Manager, Product Development Manager. Und es gibt Herbert und eine ordentliche Überorganisation. Und Überorganisation ist nicht gut. Insofern geht es erstmal darum, sich vernünftig zu organisieren, effizient und effektiv organisieren. Vielleicht kennt jemand dieses Zitat. Wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben Sie einen scheiß digitalen Prozess. Kommt nicht von mir, sondern von Thorsten Dirks, der ehemalige CEO von Telefonica. Insofern plädiere ich dafür, sich auf jeden Fall gemeinsam mit den Menschen den Prozess mal anzuschauen. Diesen Greenfield Approach, den wir vorhin gehört haben von Hammer und Chambi Anfang der 90er Jahre, Business Reengineering auf der grünen Wiese, wie würde ich es denn machen, wenn ich keine Vorgaben hätte und keine Rahmenbedingungen hätte. Fünfter Part, rechtes Leben. Wenn Buddha CIO wäre, würde er über den Tellerrand hinausschauen und prüfen, ob seine Strategie und seine Projekte des Lebenserwerbs dem Gemeinwohl dienen. Und ich stelle in meinen Vorträgen, es ist immer schön, wenn viel Publikum da ist, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, da stelle ich immer die Frage, was glauben Sie, wie viele Menschen Yoga machen? Und dann kommen so 100 Millionen, 500 Millionen auf dieser Welt, manchmal auch 1 oder 2 Milliarden.
Haben Sie eine Ahnung, wie viele Menschen auf dieser Welt Yoga machen? Ich will es Ihnen sagen, über 7 Milliarden. Jeder Mensch macht Yoga. Sie machen Yoga, ob Sie es wollen oder nicht. Sie machen Yoga, denn Yoga hat 5 Säulen. Das sind die Körperübungen, Ernährung, Entspannung, Atemübungen und Meditation. Und es ist ganz einfach. Sie ernähren sich irgendwie. Die Frage ist, ob Sie es gesund oder weniger gesund machen. Förderlich für sich und die Umwelt oder weniger förderlich. Körperübungen, Sie bewegen sich irgendwie. Wie sitzen Sie da? Wie stehen Sie? Wie gehen Sie? Förderlich oder nicht förderlich? Sie atmen irgendwie. Wie atmen Sie? Sehr flach, gepresst? Atmen Sie tief und entspannt? Sie denken irgendwie, Sie meditieren. Positiv oder negativ? Sie entspannen sich. Positiv und förderlich für sich oder weniger förderlich? Wenn es nur nach dem 10. Bier zur Entspannung kommt, dann hätten Sie wahrscheinlich ein Problem. Also insofern, rechtes Leben basiert auf dem yogischen Pfad. 6. Pfad, rechte Anstrengung. Wenn Buddha CIO wäre, würde er seine wahren Antriebskräfte erkennen und alle Aktivitäten anstatt an diesen, an dem Nutzen für das Unternehmen und der Gesellschaft ausrichten. Und das ist eine ganz entscheidende Frage, was machen wir in unseren Unternehmen? Haben wir einen Wertbeitrag fürs Unternehmen oder sind wir auf Profitoptimierung aus und vielleicht gar nicht so langfristig orientiert? Stellen Sie sich doch mal die Frage, wie hoch das Gehalt von Captain Kirk war. Weiß das jemand? Oder von Robin Hood? Netto? Es interessiert nicht, weil die hatten eine Vision, die hatten eine Idee, die waren Leader und denen sind die Menschen gefolgt, unabhängig von dem Gehalt. Die hatten auch eine andere Antriebskräfte. Und die Frage ist jetzt, wie Ihre Mitarbeitenden Sie wohl sehen. Rechte Anstrengung. Wie gehen Sie durchs Leben? 7. Pfad, rechte Achtsamkeit. Rechte Achtsamkeit. Wenn Buddha CIO wäre, würde er ein achtsames Leben führen, sich stets seiner Gedanken, Worte und Taten bewusst sein und seine Kunden höchst effektiv und effizient bedienen. Und Achtsamkeit bedeutet Achtsamkeit im täglichen Leben. Das kann dann so aussehen, wir kennen wahrscheinlich die einen oder anderen, aber wichtig ist, achtsam zu sein mit sich, mit seinem Körper, seinem Geist und seinem Seele. Wenn Sie ein Bier trinken, machen Sie das, aber trinken Sie es bewusst und trinken Sie vielleicht nur 1, 2 oder 3 und nicht unbedingt 10. Gehen Sie achtsam mit Ihrer Familie und mit Ihren Freunden und vor allem eben Sie als CIO mit Ihren Mitarbeitenden. Ohne Ihre Mitarbeitenden ist Ihre ganze IT nichts wert. Sie mögen wunderschöne Dark Center haben, also Rechenzentren haben, wo kein Mitarbeiter drin ist, aber die werden irgendwo gewartet. Irgendwo muss dann doch mal einer rein. Und Toyota hat es festgestellt, die haben festgestellt, dass die Autos in Brasilien weniger fehleranfällig waren als die in Japan. Und das, obwohl die Maschinen, die Robotoren in Brasilien immer die älteren waren. Die haben oft die Alten aus Japan dann nach Brasilien geschickt und trotzdem hatten die besseren Autos. Und wissen Sie warum? Weil sie festgestellt haben, dass die Menschen da ein feineres Gespür haben als ein Roboter. Weil die Menschen lösungsorientiert arbeiten. Und insofern sind sie in Japan wieder davon abgegangen, alles zu maschinalisieren bzw. mit Robotoren auszustatten, sondern versuchen immer wieder mal den Menschen mit einzubringen. Und Achtsamkeit im täglichen Leben kann dann auch dazu führen. Es ist eine Tanksäule in Amerika. Da kann man eingeben, wie viel Gallonen man tanken will oder für wie viel Dollar man tanken will. Und dann steckt man seine Kreditkarte rein und drückt auf Start. Dummerweise ist es der Mensch gewohnt, von rechts nach links zu lesen. Entschuldigung, von links nach rechts zu lesen. Wollte nur mal gucken, ob Sie aufmerksam sind. Und nicht von oben nach unten. Also was ist passiert? Die Leute standen davor und haben gesagt, Mensch, was soll ich jetzt machen? Keine Ahnung. Sind reingegangen zum Tankstellenwärter und der hat gesagt, was wollt ihr denn? Da steht doch ganz groß drauf, Start. Also drückt doch drauf. Okay. Das ist x-mal passiert, dann war das dem Tankstellenwärter zu doof. Dann hat er gesagt, okay, dann klebe ich mal einen Zettel hin. Er hat einen Zettel hingeklebt. Press Start Button. Der Zettel hat dann so ausgesehen, weil es der Mensch gewohnt ist, von links nach rechts zu lesen. Und dann haben die Leute lustig da drauf gedrückt und sind wieder reingegangen zu ihm und gesagt, wie funktioniert denn die Kiste? Im Übrigen ist es sehr wichtig, wenn es um Usability geht, dass Sie Ihre Tools, Webseiten, was auch immer, so aufbauen, dass der User damit gut umgehen kann. Und das sind zum Beispiel eine
senkrecht geschriebene Schrift ist dann weniger förderlich, wie auch ein Warenkorb, der links unten ist oder ähnliches, wird nicht so gut konvertieren. Achtsamkeit ist aber auch somit eine stetige Übung im täglichen Leben. Und ich glaube, wenn wir davor stehen würden, vielleicht hätten wir auch, wären wir auch reingegangen und hätten dann mal ganz achtsam und bewusst auf den Kasten geschaut und gesehen, okay, da steht Start senkrecht, dann drücken wir halt mal da drauf. Der achte und letzte Pfad, die rechte Konzentration, die rechte Meditation. Wenn Buddha CIO wäre, würde er sich stets auf die vier Wahrheiten und die acht Pfade konzentrieren und so stets die richtigen Entscheidungen treffen, ganz zum Wohle aller. Rechte Konzentration. Jetzt fragen Sie sich doch mal, wo liegen denn wohl die Ursachen oder eine der häufigsten Ursachen für die Punkte, die ich hier skizziert habe? Autounfälle, Umknicken, Misserfolge, Pleiten, Verlust von Mitarbeitern, Krankheit, was auch immer. Haben Sie eine Idee? Ich glaube, es ist in erster Linie, es ist mangelnde Achtsamkeit. Wir sind ja nicht zu blöd zum Autofahren oder zum Laufen, sondern wir sind einen Moment nicht achtsam. Das heißt, im zweiten Schritt, dass wir die acht Pfade irgendwo verlassen haben. Wir hören unseren Mitarbeitenden nicht gut zu, die verlassen uns dann. Wir hören unseren Kunden nicht zu, die verlassen uns dann. Wir sind nicht achtsam mit dem, was wir tun, und dann fährt irgendwas an die Wand, obwohl man es vielleicht vorher hätte mitkriegen können. Und es gibt einige Unternehmen und noch viele, viele mehr, so viele Bildchen hätte ich hier gar nicht draufpacken können, die acht Pfade verlassen haben und die gescheitert sind. Die acht Pfade des Buddha sind wichtig, dann wer die acht Pfade berücksichtigt, wird aus meiner Sicht nicht scheitern und sich immer weiterentwickeln. Und ein schönes Beispiel ist Fujifilm. Fujifilm hat in den Jahren Digitalisierung von 2000 bis 2010 90% Umsatzverlust hingenommen und haben sich dann besonnen und haben sich gesagt, Mensch, was können wir denn besonders gut, wo liegen denn unsere Kernkompetenzen, was könnten wir mit diesen Kompetenzen, die wir auf der Prozessebene haben, vielleicht in anderen Bereichen bewirken und sind aktiv geworden und sind erfolgreicher denn je, machen nicht nur Digitalfilm, sondern Kosmetik, Nanotechnologie, Datenspeicher. Und ja, heute zieht sich das Thema Bier wohl durch, auch Filter für Brauereitechnik. Ja, rechte Konzentration zur Reflexion für neue Wege. Und ich hätte Ihnen jetzt gerne einen kurzen Film gezeigt, den kann ich Ihnen nicht zeigen, weil technisch haben wir das leider nicht hingekriegt. Aber es ist ein Film, den ich Ihnen ans Herz legen möchte. Der Film heißt Der friedvolle Krieger, The Peaceful Warrior mit den Golden, basiert auf einer wahren Begebenheit. Und ist ein Film, Hollywood-Film, schön zum Anschauen, zum Schmunzeln, hat alles, was so ein guter Film braucht, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, aber auch ganz viel Weisheit. Und in dem Film werden viele Fragen gestellt, auch zum Thema Achtsamkeit. Und wenn man den Film nicht nur konsumiert, sondern sich so zwischen den Zeilen mal mitschaut und Fragen beantwortet, die in dem Film gestellt wird, wird es ein sehr, sehr wertvoller Film. Die Frage ist, sind Sie ein achtsamer CIO und schreiten Sie auf den acht Pfaden des Buddhas? Ich will es hoffen und ich will hoffen, dass ich Ihnen ein paar Inspirationen geben konnte. Ich hatte ja nur eine halbe Stunde, es war ein bisschen schnell. Ich habe dennoch versucht, relativ viel reinzupacken. Aber ich mache es mal andersrum. Wann profitieren Sie denn, muss ich mal schnell gucken, kann ich da schon so vorgucken? Genau. Wann profitieren Sie denn von den heutigen Informationen? Und vielleicht kann der Robert mal in den Chat gucken, ob jemand antwortet, wann profitieren Sie von den Vorträgen von heute? Ich kann leider den Chat so nicht sehen. Was müssen Sie tun, damit Sie von den Informationen von heute profitieren? Und das gäbe, ich habe einen Roman geschrieben zum Thema Körper, Geist und Seele, das Kaleidoskop der Scherben. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Wenn Sie Interesse haben, dann antworten Sie jetzt. Mal schauen. Wir schauen nachher in den Chat rein. Wer zuerst die richtige Antwort gegeben hat, der gewinnt auf jeden Fall einen Roman. Die richtige Antwort hat Konfuzius schon gegeben. Das Entscheidende am Wissen ist, dass man es beherzigt und anwendet. Es geht ums Tun. Es geht nicht nur ums Umdenken, sondern es geht ums Umhandeln. Das heißt, die Informationen, die Ideen und Inspirationen, die ich Ihnen heute gegeben habe, anwenden. Und dann sind Sie auf einem guten Weg unterwegs. Zu guter Letzt, was mache eigentlich ich? Mein Name ist Jürgen Knauf. Und vielleicht kennen Sie das, ne? Was sagt ein Optimist zu dem Glas?
Das Glas ist halb voll. Was sagt ein Pessimist zu dem Glas? Das Glas ist halb leer. Und was sagt ein Unternehmensberater? Da ist zu viel Glas da. Genau. Und die meisten Unternehmensberater, die Kollegen, die schmeißen dann die Leute raus oder eben reduzieren das Glas. Unser Weg ist ein anderer Weg. Wir füllen die Gläser wieder auf, die Gläser unserer Kunden. Ich bin seit Anfang der 90er Jahre Unternehmensberater und Coach und habe mit der Scopa GmbH ein umfassendes Team von Experten in den verschiedenen Bereichen. Wir haben einen Blick fürs Ganze, Personal, Organisationen, IT. Und wenn Sie möchten, googeln Sie einfach ein bisschen, da finden Sie einiges an Informationen. Ansonsten, wenn Sie jetzt kein Buch gewonnen haben, schauen Sie mal bei Amazon rein. Vielleicht lesen Sie gerne mal noch ein gutes, handfestes Buch. Gibt es natürlich auch digital. Würde mich freuen, dann natürlich auch auf Ihr Feedback. Ich sage vielen Dank, habe eine Punktlandung hingemacht, was meine Uhr hier sagt. 2 Sekunden noch, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, schönen Abend, vielen Dank für die Möglichkeit und ja, schönen Abend allerseits noch. Jürgen, vielen, vielen, vielen Dank. Ich mache mal eben für alle, ja, nicht einfach nur ein Emoji dran. Vielen Dank für die Ausführungen. Ich habe schon im Chat gesehen, wer gewonnen hat. Das melde ich dir zu, damit du weißt, an wen das Buch dann geht. Und ich werde das Thema Achtsamkeit, das gilt aber nicht für Teams, die Veranstaltungen organisieren. Gell? Da gilt es nicht. Ja. Das ist ein Sonderstatus. Es gilt auch nicht für Vortragsredner. Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich danke dir auch, dass du die Zeit genommen hast, uns den Achtsamkeitspfad nochmal in Erinnerung zu rufen und ihn auch mit aufzuzeigen. Du bist genauso wie alle anderen herzlich eingeladen, nochmal im Rooftop-Event mit teilzunehmen. Wir haben das jetzt eröffnet. Das Passwort ist da. Für alle, die sich vor 21 Uhr eingeloggt haben auf der Plattform, die müssen sich einmal bitte ausloggen und noch einmal einloggen, weil sonst das Passwort nicht funktioniert. Also da ist einmal eine Mini-Hürde ist da drin. Das aktualisiert sich da nicht im Hintergrund. Dann würde es immer sperren. Ich habe es gerade eben selbst ausprobiert. Also einmal raus, einmal wieder rein und schon ist man im Rooftop. Und ich werde jetzt auch im Rooftop dann gleich sein. Ich habe jetzt einen ganz kleinen Vorsprung, aber das macht nichts. Ich warte auch ein paar Minuten, bis alle da sind. So wie wir jetzt hier zusammen sind, werden wir uns gleich im Rooftop nochmal sehen. Und freue ich mich auf jeden, der mit dabei ist. Und es gibt noch ein paar Überraschungen, die wir da oben vorbereitet haben. Also, lieber Jürgen, nochmal vielen Dank. Und für alle anderen, ich freue mich bis auf gleich. Also, dann schließe ich diesen Chat für heute Abend und bis nachher.